Hallo Seekräuter und willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal. Willkommen zum Kistenöffnen. Das ist jetzt schon eine gute Tradition geworden, dass mit jedem Update, was World of Warships released, hier Kisten ins Spiel kommen, die man sich ja kaufen und erspielen kann. Die Premium-Kisten kann man kaufen. Ich habe 15 Stück gekauft, um das Spiel ein Stückchen wieder weiter zu supporten. Ich bin nun mal ein Fan, das gebe ich offen zu. Das mögen manche kritisieren, ja, manche freuen sich drüber. Ich möchte euch gerne zeigen, was in meinen 15 Kisten französische Zerstörer drin ist. Darum wechseln wir hier in dem neu gedesignten französischen Hafen einmal zu meinem Versorgungsschiff. Und wir öffnen jetzt nacheinander die Container. Hier steht 43, ich werde bei 15 dann nachher aufhören, wenn wir die dann runtergearbeitet haben sozusagen. Also bei 28 restliche Container müsste ich dann wohl aufhören, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Schauen wir mal, vielleicht habe ich Glück und bekomme ja einen Plan. Das wäre ganz toll. So, da haben wir schon mal 24 Stunden Premium und Roter Drache und die französische Tarnung, Verbrauchstarnung hier mit den Werten 100% EP je Gefecht, 75% EP Kapitän und 50% freie EP. Ja, ist ganz okay, aber ich glaube, da gab es schon bessere, die schon ein bisschen mehr irgendwie beinhaltet haben. Jetzt gibt es hier Credits und auch Leviathan. Von den Bonusflaggen kann ich ja immer einiges gebrauchen. Ich hau die ja dann immer relativ schnell raus, wenn es irgendwie besondere Aktionen gibt, die man da irgendwie ja, erfüllen muss. Irgendwie Credits oder so ein Kram, da kann man immer schön die Flaggen einsetzen, um die Credits schnell zu erledigen. Jetzt gibt es das erste Mal Kohle, 1500 und Drache, ganz wichtig, gerade wenn es um Kapitäne geht. Den Kisten haben wir noch Rest. Jetzt könnt ihr langsam mal vielleicht dann doch mal einen Plan kommen, vielleicht. Das wäre da nicht schlecht, aber wir hatten es ja schon mal, da ich das Glück hatte. Ich wechsle jetzt einfach mal das Schiff und klicke hier nochmal ein bisschen auf ein französisches Dämpferchen, gehe wieder zurück zum Schiff. Vielleicht bringt das den Random Number Generator für Kisteninhalte ja auch ein bisschen durch. Oder? Und da haben wir einen Bonus. Zack, die Jaguar. Herzlichen Dank. Das ist der T5 Dampfer. Von den Franzosen. Coole Sache. Hat also ein bisschen was gebracht, könnte man meinen. Vielen Dank. Das ist schon mal Vorabzugang. Wie gesagt, sind nur Forschungsschiffe. Also ab dem übernächsten Update ist das dann, glaube ich. Also ab 088 hat man alle Schiffe zur Verfügung bis T10 hoch. Ab 087 gibt es dann den Vorabzugang auf die niedrigstufigen Schiffe. T10 bleibt wirklich bis 088 zurück sozusagen. Also da lässt Wargaming sich noch ein bisschen Zeit. Finde ich aber auf der anderen Seite auch richtig. Ehrlich gesagt, fände ich es am besten, wenn sie gerade in dem Vorabzugang hier nur die T2 bis T6 Schiffe anbieten würden. T7, T8 müsste meiner Meinung nach im zweiten Update kommen und im dritten Update dann T9, T10. Ich glaube, das würde auch so ein bisschen dazu führen, dass die mittleren Tierstufen mal wieder ein bisschen belebt werden. Meiner Meinung nach. Ist natürlich vielleicht nicht so attraktiv für Spieler, das heißt, man verkauft nicht so viele Kisten wie jetzt, aber ja, naja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gibt es hier auch ein bisschen Dublonen mal immer dabei, das finde ich eigentlich ganz cool. So, nebenbei gab es jetzt keinen neuen Plan bei meiner ganzen Laberei hier an der Seite. Nochmal ein bisschen Premium, ich habe ja nicht genug, sind nur 600 irgendwas Tage, naja, ja, 611 jetzt wieder. Ich will hier nochmal ein bisschen das Schiffchen wechseln, nochmal auf Tilly Grass. Und gehe dann nochmal rüber zum Container. Die letzten vier oder drei müssten das jetzt sein. Gucken wir mal, vielleicht ist jetzt ja nochmal ein Plänchen drin. Nee, wieder nicht. Ein Plan wäre noch. Nee, fantastisch, darüber würde ich mich doch sehr freuen. So. Und haben wir noch einen französischen Container? Ja, ich glaube, da ist der letzte jetzt. Letzte oder vorletzte? Gucken wir mal, was kommt jetzt? Ah doch, da ist doch die Kiste. Perfekt. Ah, das war's. Ein Plan für die Jaguar. Immerhin. Das sind nochmal 250 Republikmarken, die man damit ja dann besonders bekommen kann. Sicherheitshalber nochmal nachgucken. Ich glaube, das war's aber. Ja genau, jetzt kommen hier nur noch Verbrauchsmaterialien. So eine Standardkiste für die Sammlung ist ja alles gut. Okay, ich habe immerhin einen Plan mitgenommen. Und ja, jetzt können wir gespannt sein, ob ich vielleicht irgendwann nochmal mir ein paar Kisten gönne oder dann einfach aus den Standardkisten eben einen Zerstörerplan nochmal rausziehe. Hier ist auf jeden Fall die Jaguar mit einem Dreier-Kapitän T5 drinne.
10.000 Basics P und dann hat man sie im Hafen stehen. Und das ist ja dann auch, das darf man bei der ganzen Geschichte ja nicht vergessen, immer die voll ausgebaute Version. Also immer mit dem B-Rumpf und der Feuerleitanlage verbessert und so weiter. Ne? Man muss dann nicht nochmal separate EP riskieren in dem Fall. Oder insetzen, einsetzen, nochmal freischalten, irgendwie sowas. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und das war schon mit dem Kistenöffnen in diesem Fall. Ja, sind wieder ein paar Sachen dabei gewesen. Gerade über die Signale habe ich mich jetzt am meisten gefreut, muss ich sagen. Ich würde jetzt einfach euch nochmal kurz zeigen, wie die Tarnung aussieht, die man da jetzt bekommen hat. Diese französische Riviera, wie die dann heißt. Ja, die, auf französischen Schiffen sieht die auch gar nicht so schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage danke für eure Zeit, dass ihr die ganze Zeit jetzt mit dabei gewesen seid, die Daumen mitgedrückt habt. Und ja, wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, einfach schaut euch ein bisschen hier auf dem YouTube-Kanal um. Ist einiges Informatives dabei, denke ich, und auch Unterhaltsames. Andere Adressen, die wir noch haben, findet ihr oben in der gelben Leiste. Twitter, Instagram, Discord etc. pp. Die Links dazu gibt es natürlich wie immer in der Beschreibung. Seacrowds.de findet ihr auch. Ist seit kurzem eine neue Domain. Wir kommen noch ganz durcheinander hier. Ja, also, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns auch darunter finden. Prägt sich vielleicht ein Ticken leichter ein. In dem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.